Hallo Freunde, willkommen zurück zu TerraTech. Hä? Ist das nicht schön? Lang nicht mehr gespielt. Ist auch nur ein paar Wochen her, wo ich letztes Mal gespielt habe, gell? Irgendwie blöd. Jetzt bin ich hier an meiner Stelle, wo eigentlich mein Lager sein soll. Wie man sieht, ist es hier auch irgendwie, aber irgendwie ist das alles zu. Geweht. Geschüttet. Also irgendwie blicke ich jetzt hier nicht so ganz durch. Irgendwie hier guckt noch so ein bisschen was raus. Wahrscheinlich ist es die Raffinerie. Aber irgendwie ist alles weg. Was ist denn das wieder für eine Scheiße hier? Das verstehe ich nicht. Das ist zumindest nicht das, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Irgendwie ist hier gewaltig was faul. Ne? Irgendwie. Ich weiß nicht. So, jetzt hält mein Ding ja noch fest. Also irgendwie. Was ist das? Also irgendwie bin ich jetzt gerade ein bisschen. Ne. Weißt du was? Das ist aber scheiße. Das geht mir wieder voll auf den Keks. Irgendwie spielst du das Spiel, machst du irgendwas ganz Geiles und dann ist es weg. Ne, das ist ja genauso wie unsere erste Welt. Ne? Komm, wisst ihr was? Machen wir jetzt einfach nochmal eine neue. Weißt du, spielst du, machst und tust. Und bist voll geil und dann kommen die an und hauen dich weg. Also die Entwickler mit irgendeinem Scheiß. So, das geht mir schon wieder voll auf den Zeiger. Warum ist es jetzt auf Englisch? War das nicht immer auf Deutsch? Wumm. So, da sind wir. Fangen wir mal wieder von vorne an. Was soll's? Warum ist es jetzt hier auf Deutsch? Auf Englisch? Hä? Das gab's doch die ganze. Also irgendwie. Ich weiß nicht. Bei jedem Update ist irgendwie, Spiel im Hintergrund. Wer will das denn? Irgendwie ist bei jedem Update ist das Spiel irgendwie, Ja. Also wo ich denke, achso, bei jedem Update ist das Spiel irgendwie für die Katz. Da kannst du es eigentlich nehmen, kannst wieder von vorne anfangen. Das ist irgendwie total schade. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber irgendwie ist das schade. Sehr schade. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Meine Güte, ja, Waffe, bum, bum. Komm, gib mir Auftrag. Ey, Motorengeräusche? Ist ja heiß. Moment, Schleiß, Mokosala, Mann. Tatsächlich, es gibt Motorengeräusche. Ist hier abgefahren. Das ist ja voll neu. Aber ich mache erstmal kurz die Musik ein bisschen leise, weil die geht mir nämlich toll auf den Zeiger. Cool, Motorengeräusche. Das ist das, was ich schon, wo ich das erste Video gemacht habe von TerraTech. Das ist jetzt eigentlich auch schon wieder eine lange, lange Zeit her. Da habe ich gesagt, es wäre doch extremst cool, wenn die Motorengeräusche reinmachen würden. Die haben die ganze Zeit gefehlt. Und jetzt sind sie da. Oder ist es, weil es übers Gras fährt? Egal, auf alle Fälle hat man die ganze Zeit nichts gehört. Und jetzt haben sie Motorengeräusche. Das ist doch abgefahren, das ist cool. Das gefällt mir richtig. Motorengeräusche sind echt super. Es hat echt so ein bisschen gefehlt in der letzten Zeit. Also eigentlich schon immer hat es gefehlt. Die letzte Zeit hat es gefehlt, hat schon immer gefehlt. Also es hat schon immer gefehlt, dass es Motorengeräusche gibt. Ne? Blöcke, die du hältst, können mit FMG in Rechtmaster gedreht werden. Das wissen wir doch. So, jetzt haben wir schon mal Generator. Das ist schon mal schön. So, komm her. Weiter geht's. Was? Ach so. Nee, ja, gut, hier, komm. Blub. So, was passiert hier jetzt? Ich mach mal ganz kurz was gucken. Moment mal. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. So, was haben wir jetzt? Was soll ich machen? Reparaturblase. Ja, die brauchen wir natürlich auch. So. Blub. Das Lustige ist, das Ding geht halt nur, der Generator, ich meine für die neuen Leute, das ist vielleicht jetzt am ersten Mal gucken, das Ding geht nur hier, wenn Sonne ist, ne? Wenn es dunkel wird, dann geht das Ding halt aus. Ne? Das ist halt so das Nächste. So, jetzt finden wir erstmal unser Radar. Wir sollen unser Radar suchen, das ist wahrscheinlich hinten. Wollen wir das Ding mitnehmen? Ich glaube, wir nehmen das Ding mit. Weil hier werden wir wahrscheinlich nicht bleiben. Ne?
Deswegen nehmen wir das Ding einfach mal mit und gucken mal, ob wir uns dann irgendwo anders da ein schönes Lager aufschlagen können. Am besten irgendwo, wo man so ein Thermo-Gemahl-Kraftwerk-Dingsbums da hinbauen können. Ne? So, guck mal, hier ist wieder einer. Der macht einen auf dicke Hose. Hallo? Was mache ich denn? Hallo? Gut, das Ding ist ein bisschen überladen, aber das macht nichts. Wir setzen es einfach jetzt mal hier hinten noch ein paar Räder dran. So, erstmal für den Anfang wird das funktionieren. Ne? So. So. Juhu! Boom. Brauchen wir nicht. Wo ist jetzt unser... Da. Unser Radar. Ne? Das brauchen wir. Ohne Radar sieht das Ganze ein bisschen scheiße aus. So. Ja, wunderschön. Und sonst bei euch alles gut? Ja? Hoff schon, dass bei euch alles gut ist. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Hier müssen wir es hier wegmachen. Das ist ein bisschen doof. Wir wissen ja schon ungefähr, wie es funktioniert. Ne? Wir spielen ja nicht zum ersten Mal jetzt hier theoretisch. Ne? So, komm her, den müssen wir kaputt machen, weil der hat unser Radar. Wahrscheinlich. Ja, da oben hängt es drauf. Doing. So, jetzt können wir hier ein bisschen... Machen wir wieder unsere berüchtigte Raupe. Ne? Das ist jetzt unser Fahrgestell Raupi. So nennen wir das. Wir nennen es einfach Raupi. So, komm her, Raupi. So, jetzt haben wir unser Radar. Ne, wo ist es denn? Hallo? Ah. Doing. So, Raupi. Guck mal, da hätten wir einen Gegner. Den machen wir weg. Oh, der ist ja klein. Ah, jetzt haben wir wenigstens eine Knarre dabei. Das ist gut. Knarren sind immer toll. Kann man gebrauchen. Hallo? Hallo? So. Ergib dich. So, Reifen sind immer gut. Jetzt sind wir natürlich so schlau gewesen und haben die Reparaturblase und den Generator in die Mitte gebaut. Was eigentlich ziemlich scheiße ist, weil wir den brauchen. So, oh, ich hab nur Husten. So, wir machen das mal anders da hier. Du gehst weg, du gehst auch weg. Dann setzen wir den da hin. Und wo ist das Schießeisen von dem? Hat er nicht irgendwie Knack? Ach da. Hallo? So. Doing. So, hierhin, das hierhin, das dahin und das einfach hierhin. So, das ist jetzt Raupi mit Hirntumor. So. Glück, 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 Glück. Alles ganz. Super, alles einpacken und weiter geht die Reise. So, holen sich die Batterie zurück. Ja, Batterie brauchen wir, weil Batterie können wir den Schildgenerator oben drauf lassen auf unserem Auto. Und der hat immer Energie und wir haben immer mal ein Schild, solange die Batterie voll ist. Und der geht immer schnell leer, das ist doof. So, beim letzten Spiel war es ja so geil, wir haben die große Batterie gefunden. Ne? Die große Batterie, wo wir richtig, richtig Reparaturblasen, Schutzschildblasen, alles drauf hatten. Und was ist? Terratech macht ein Update und der Spielstand ist gelöscht. Schade. Schade. Das war echt doof. Ärgert mich echt. Diese Hawkeye-Lizenzen hatten wir gehabt, dass wir diese schönen schwarzen Blöcke hatten. War alles wunderschön und die machen es einfach weg. Das ist irgendwie sehr schade. Das regt mich auf. Ne? Merkt ihr es? Es regt mich ein wenig auf, das Ganze. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Naja. Aber was soll's.
Das muss ja irgendwie. Geht ja alles weiter, ne? Wir fangen mal von vorne an, ist ja egal. Wissen wir ja so, man hat ja dann, man fängt ja immer wieder an mit so ein bisschen neue, ja, was soll man sagen, Erfahrungen, ne? Neue Erfahrungen, weil man weiß ja ein bisschen mehr, ne? Aber wenn es halt ein neues Update gibt und es neues Zeug, weiß man eigentlich wieder null. Aber ist ja nicht egal, eigentlich, man weiß dann wieder ein bisschen was. Ja, man weiß dann, wo der Hase langläuft. Oder so. Oh, nee, das war natürlich jetzt uncool. Das war natürlich uncool. Ah, mal so. Hallo, geh weg. Und die ganzen Tutorials machen bei diesem komischen Magic Mike oder wie der Heini nochmal hieß. Braucht jetzt eigentlich auch kein Schwein. Jetzt muss ich diese ganze Grütze wieder von vorne rein tun. So, da ist unsere Batterie. Juhu. Going. Guck mal, ein siamesischer ein siamesisches Kampffahrzeug. Hat zwei Köpfe. Blöd ist, wenn der eine in die linke Richtung fahren will und der andere in die rechte. Das wäre ja fatal. So. Finden Sie Glück. Achso, wir sollen weiterhin irgendwelche Dinge kaputt machen. Okay. So. Nia. Gut. Fahren wir mal. Da ist der nächste. Muhaha. Hm? Funktioniert.